Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Was geht? Was steht? Ich hoffe, bei euch ist alles fit im Schritt. Ich melde mich aus dem Bett. Die Bettwäsche passt einmal frei zu meinem Wetter. Genau, liebe Leute, heute geht es um mein Halbjahreszeugnis. Für die, die es nicht wissen, ich bin in der Abschlussklasse und mache dieses Jahr leider eigentlich, Digga, in der miesen Zeit, Corona-Zeit, Digga. Ich glaube, jeder Schüler, jeder von euch kann es verstehen, es ist einfach schwieriger, Schule und auch Noten und Klassenmeister und Noten zu verbessern, mache ich dieses Jahr meinen Abschluss. Wir wissen alle, ich kann kein Englisch. Und eigentlich habe ich das, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber man kann das Fach Englisch abwählen. Und es war auch so ausgemacht, es hat auch alles geklappt, das musst du nebenbei gerade angemerkt, Englisch abgewählt, hat auch funktioniert, einmal frei. Einmal frei. Weil ich kann einfach kein Englisch, Leute. Versteht ihr, ob ich in Englisch dabei bin oder nicht dabei ist, die 5 oder 6 steht so. Ich kann einfach kein Englisch. Ich müsste wirklich ein Jahr nach USA gehen und da machen Englisch und jeden Tag 3 Stunden, 4 Stunden Englisch lernen, dann kann ich vielleicht circa in 1, 2 Jahren perfekt Englisch. Ja, das nebenbei angemerkt, aber dann hat irgendeine Regierung oder irgendjemand hat dann gesagt, nee, der junge Mann muss doch bei Englisch mitmachen. Das wird jetzt noch abgeklärt, nur so ist nebenbei abgemerkt. Weil ich sag euch dann den Durchschnitt habe ich schon berechnet. Genau, also ich sage euch zu Noten, schreibt noch gerne einen Kommentar, was ihr so für einen Durchschnitt habt. Ich bin, mach gerade Abitur. Nein, Spaß, ich bin Haupthoch. Hauptschule deswegen. Also, ja, genau. Also, in Religion, Achtung, auch für die anderen. Ich, liebe Leute, konnte mal wieder für die letzten 3 Monate, die Schulen sind ja immer noch zu, meine Noten in die anderen Fächern wieder nicht verbessern. In die ganzen anderen Fächern, gern die letzten 3-4 Monate, haben die Schulen zu, haben wir da keine Klassenarbeit mehr geschrieben und konnten die nicht mehr verbessern, nur in Mathe, Deutsch und das konnte ich nur ich, weil ich in Abschlussklasse bin. Ja, danke, danke, aber ja, danke. Genau, also in Religion habe ich eine sympathische 3, in Deutsch habe ich eine sympathische 4. Also da auf Deutsch, ich schreibe noch Prüfungen, da zählt, ich schreibe dieses Jahr Prüfungen, da zählt ja dann 100%, zählt das Doppelte dann. Deswegen, also Deutsch muss ich noch auf eine 3 kommen, das steht klar. Religion 3 ist okay, Englisch ungenügend, also eine 5. Ja. Eigentlich wäre die jetzt nicht drin in der Note, aber weil irgendjemand von oben gesagt hat, muss trotzdem, der junge Mann muss trotzdem Englisch mitmachen, aber... Gut. In Mathe, Digga, das, Junge, darauf habe ich mich so gefreut, habe ich eine 3. Kurs Mathe habe ich eine 3. Geschichte habe ich auch eine 3. Geografie habe ich auch eine 3. Gemeinschaftskunde habe ich eine 4. Die meisten haben einfach in Gemeinschaftskunde, Digga, wo die Zeugnisgeräte einfach eine 1 oder eine 2. Die, ich dachte, der Lehrer und ich sind so, Digga. Ja, ich gebe mir einfach eine 4. Er gibt mir eine 4, Digga. Ich dachte, der ist sympathisch, Digga. Er gibt mir eine 4. Was habe ich gemacht? Junge, ich habe immer aktiv mitgemacht, Junge. Das Fach fühle ich sogar. Er gibt mir einfach eine 4, Digga. Perfekt, beste Leben, Junge. Ja. Wirtschaft habe ich eine 3. Physik und Chemie. Ich habe ja schon mal öfter, wo ich mal ein Halbjahreszeugnis gezeigt habe, gesagt, Chemie und Physik ist für die Leute, die studieren. Und da schreibt... Leute, bitte, komm, bitte macht nicht dies und schreibt bitte... was ihr in Chemie und Physik habt. Ist ohne Spaß, schreibt es bitte rein. Schreibt bitte. Also ja, in Physik eine 5 und Chemie auch eine 5. Oh. Hab ich gesagt, tu. Biologie und Musik habe ich nicht, also wird nicht benotet, aber ich hab das Fach dieses Jahr nicht. Bildende Kunst habe ich auch eine 4, da war ich auch sehr geschockt, warum ich in der Kunst eine 4 habe. Ja, die anderen haben eine Kunst eine 1, Digga. Ein Halbjahreszeugnis. Ich habe einfach eine Kunst eine 4. Warum? Ich gehe sogar zu meiner Klassenlehrerin und sage, warum eine 4? Hey, ich habe in der Kunst eine 4, Junge. Das hat mich getriggert. Sport habe ich auch eine 3 und Technik habe ich auch eine 3. AES bin ich nicht und Informatik habe ich nicht. Also ich habe Biologie, das Fach habe ich nicht. Musik habe ich dieses Jahr nicht, das Fach. AES, das Fach habe ich nicht und Informatik. Ja, das sind so meine Noten. Der Durchschnitt ohne Englisch, Leute, ich habe den Durchschnitt komplett berechnet, ist eine 3,3, sympathisch. Und der Durchschnitt mit Englisch ist schon schlechter, ist eine 3,6. Wie gesagt, ich habe Englisch abgewählt, war eigentlich alles ausgemacht mit Rektor, Chef von der Schule, bla bla bla. Alles ausgemacht, war eigentlich die Englischnote, wäre nicht drinne, gar nicht. War alles ausgemacht.
auch mit Arbeitgeber etc. war alles ausgemacht, perfekt. Nein, irgendeiner dann vor 2 Wochen hat gesagt, nein, das geht nicht, der junge Mann, ich muss Englisch mitmachen. Man kann das Fach nicht mehr abwählen. Das wird jetzt trotzdem noch abgeklärt, deswegen habe ich euch gesagt, ja, also, der Durchschnitt ohne Englisch 3,3 und mit Englisch 3,6. Ganz klar steht fest, ich will, wenn wir dann mal in die Schule gehen kann und ich meine anderen Noten wieder mal Geschichte und mir da mal wieder Unterricht haben und da die Noten verbessern können, muss ich ganz klar zum Abschluss am besten, also Deutsch muss ich noch selber auf eine 3 kommen, aber zum Abschluss dann Durchschnitt kommen von am besten 3,0 reicht mir schon, ja, mir reicht eigentlich schon. Aber mit 3,6 oder auch 3,3 hätte ich sowieso die Prüfung schon trotzdem bestanden, aber am besten wäre für mich, also da ist einfach wirklich komplett ein Durchschnitt am besten von 3,0 ab. Ja, das waren so meine Noten, mein Halbjahreszeugnis. Ich dachte, würde ich sogar noch schlechter sogar. Aber ja, für mich gut, ich, ja, einmal frei, also ja, was soll ich sagen? Aber wisst ihr, was mich triggert an der Sache? Ich habe nicht eine 2, 1, ja, okay, aber ich habe nicht mal eine 2 ins Zeugnis. Nur Dreier, nur alles Dreier und dann 2 Vierer und mit Englisch 3 Fünfen. Der Rest ist 3. Ich habe nicht mal eine 2. Junge, die anderen haben wenigstens 2er ins Zeugnis oder sogar ein 1er. Ein 1er. Ein 1er ins Zeugnis. Aber nein, ich nicht. Ja, sympathisch, Digga. Ja, Leute, das war so mein Zeugnis, was ich euch mitteilen müsste, dass ihr auf dem aktuellen Stand seid. An der Stelle, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ein schön knackiges, chilliges Video heute. Einfach entspannt. Falls du neu auf meinem Kanal bist und es noch nicht getan hast, lass auch gerne auf Support-Basis ein Abo da. An der Stelle würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Euch noch einen schönen Tag. Heide.